Ja, bei uns nach dem Testspiel gegen WSG Tirol ein 1:1 Unentschieden bei uns, der Cheftrainer Joe Enox. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Wir haben halt erste Halbzeit sehr dominiert, sehr dominant gespielt. Wir haben halt wirklich sehr viele gute tiefe Läufe, gute Aktionen nach vorne. Wir haben halt bei all den Aktionen, die wir vorne gehabt haben, wirklich stabil hinten gestanden, haben halt die halt weit weg vom Tor gehalten und das ist genau das, was wir halt uns vorgenommen haben. Es gab personelle Umstellungen. Wie haben dir die gefallen auf dem Platz? Ja, wir haben Oskar hinten links spielen lassen, hat seine Sache sehr, sehr, sehr gut gemacht, hat sogar aus der Position noch offensiver gewirkt. Bene auf seine rechte Seite wirklich, ja, wieder zu seiner alten Stärke gefunden und Conny vorne macht das Tor, macht sehr viele gute tiefe Läufe in den 30 Minuten, die er gespielt hatte. Also von daher war es halt wirklich sehr ordentlich. Ich habe mich sehr gefreut für Grille auf 6, diese Sicherheit wieder zu finden. Und Elias vorne hat gute Bälle halt gehalten. Leider ist ihm kein Tor gelungen, aber halt hat er auch ein paar richtig gute Aktionen gehabt. Ja, zweite Hälfte viele junge Talente reingeschmissen. Wie wichtig ist es, ihnen dann auch hier Spielzeit zu geben? Ja, was heißt Spielzeit zu geben? Die haben es auch verdient. Also Jonas Bauer, wenn ich halt sehe, wie er halt einfach sehr engagiert ist, gute Aktion nach vorne, spielt zwei verschiedene Positionen. Max Meyer hat gute Aktionen gehabt. Leider hat Poldi halt den Elfmeter verursacht, aber es ist wichtig für uns, dass wir halt etwas breiter aufgestellt sind und die Jungs haben es einfach verdient zu spielen. Und deswegen tue ich mir gar nicht schwer damit. Auf der anderen Seite die Routinierteren heute eine Pause bekommen. Wie wichtig tut euch als Team jetzt insgesamt diese kurze Verschnaufpause? Also es ist wichtig. Wir haben halt gesagt, nach dem Spiel in Lübeck, dass wir auf den Reset drücken wollen, dass wir halt wieder zu unserer alten Stärke kommen. Diese halt 2-3 Tage frei für die Jungs ist unheimlich wichtig, einfach den Kopf frei zu bekommen, was anders zu sehen als halt den Fußballplatz und abzuschalten. Und dann kommen wir halt Montag halt wieder aus dem Wochenende und gestärkt. Mit Blick Richtung halt letzte 8 Spiele. Ich freue mich unheimlich, weil ich glaube, dass die Jungs sind halt von Kopf her voll da und wollen halt diese Turnaround schaffen und ich glaube, dass es uns gelingen wird. Ja. Was muss passieren, damit es gelingt? Ergebnisse. Wir brauchen Ergebnisse, wir brauchen Siege. Wir brauchen halt nicht nur auf die anderen schauen, sondern halt nur auf uns. Und wenn wir auf uns schauen und wenn wir halt wieder zu unserer alten Stärke finden, das heißt, stabil gegen den Ball, richtig giftig gegen den Ball und dann halt immer halt wieder halt zielstrebig nach vorne spielen, dann sind wir halt eine sehr gute Mannschaft. Ja, die 2-3 Tage tun wahrscheinlich auch dir gut. Wie nutzt du die Tage? Ja, ich werde ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen, das ist schön. Natürlich ist Fußball immer im Hinterkopf und dass wir halt natürlich als Trainerteam ein bisschen mehr, ein paar Aufgaben mehr haben, dass wir halt Halle analysieren müssen. Aber letztendlich werde ich halt so ein bisschen halt den Kopf frei bekommen mit meiner Frau, lange spazieren mit dem Hund und schauen wir. Dann gute Erholungszeit und dann greifen wir voll an. Dankeschön.